Mein Name ist Max Pfeiffer. Ich bin seit September vergangenen Jahres der neue Aarhuser Stadtarchivar und bin 27 Jahre alt, war zuvor bei der Stadt Münster beschäftigt und bin seit meiner Ankunft hier in Aarhus sehr freundlich empfangen worden und die Archivarbeit hier in Aarhus gefällt mir sehr gut und macht mir sehr viel Spaß. Ja, in der Bevölkerung waltet oftmals noch das Bild vor, dass der Archivar eigentlich hauptsächlich im Keller arbeitet und sich mit staubigen und dreckigen Akten abgibt und die Akten quasi von einer Ecke in die nächste wälzt ungefähr. Aber das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahrzehnten. Und das Schöne an der Archivarbeit für mich ist wirklich, dass ich jeden Tag von, nicht von Christus, aber von zumindest seit Beginn der Schriftlichkeit bis zur aktuellen Tageszeitung habe ich eigentlich mit allen Themenbereichen und auch mit allen Interessensgebieten und Schwerpunkten sehr viel zu tun. Und das gefällt mir sehr gut und ist auch sehr interessant, vor allem hier in Aarhus, wo auch eine sehr breite Thematik an historischen und kulturellen Themen vorhanden ist. Bin dabei, durch die Verwaltung zu gehen und alte Akten aus den Altregistraturen einzusammeln. Diese Akten werden dann im Laufe der Zeit archivisch bearbeitet. Sie werden also physisch umgebettet. Bei der physischen Bearbeitung von Archivalien geht es darum, die Akten aus der klassischen Form, wie wir sie kennen, in eine archivfähige Form zu bringen. Das bedeutet, wir entfernen zunächst alles, was eigentlich mit der Akte nichts zu tun hat, also sprich den Ordner, sämtliches Metall und Vorgangsmappen, also alles, was im Prinzip keinen Informationsträger darstellt. Wenn dieser Schritt erfolgt ist, würde es dann gereinigt, entweder mit einer Bürste oder mit einem Latexschwamm. Wenn wir hier Schäden oder Risse feststellen oder andere Formen der Beschädigung, zum Beispiel Schimmelbefall oder sowas, dann müssten die natürlich nochmal gesondert behandelt werden. Das können wir hier im Archiv aber nicht machen, weil wir keine Restaurierungswerkstatt haben. Dann werden sie quasi lose übereinander in die Archivmappe gelegt. Die besteht aus säurefreiem Papier, das heißt, dieses Papier wird nicht sauer und reagiert auch nicht mehr chemisch. Und wenn das Archivale dann komplett bearbeitet ist, kommt es quasi in eine Archivschachtel. Zu mehreren Akten werden die Archivalien dann meistens zu vieren oder fünfen in also einer Archivschachtel aufbewahrt und dann im Magazin eingelagert. Die Akten werden liegend gelagert, nicht wie man das kennt, im Ordner stehend, weil das Papier sich dann nicht mehr verzieht, sondern ganz plan liegen kann und ist auch damit für die Ewigkeit quasi besser aufgehoben. Wir haben ganz aktuell in diesem Jahr bereits schon einen neuen Archivscanner angeschafft. Dieser Scanner hat den Vorteil im Vergleich zu einem herkömmlichen Büro- oder Haushaltsscanner, dass er Archivalien besonders lichtschonend, also ohne UV-Strahlung, einscannen kann. Der Scanner scannt also von hier oben quasi mit einem Art Kameraobjektiv mit 600 dpi die Archivalien ein. Und man kann also vorab schon auswählen, dass ich in einem archivfähigen Dateiformat einscanne. Wenn ich jetzt hier also einen Scan anfertige, der hat einen Touchbild, ist einmal Touchmöglichkeit, aber ich habe auch eine Fußpedalmöglichkeit. Das ist also dann vor allen Dingen interessant, wenn ich also jetzt mehrere Seiten hintereinander einscanne bei einer Akte. Um einen fortlaufenden Scan zu machen, kann ich also dann mit dem Fußpedal immer kurzfristig auslösen. Und jetzt gehen wir in den Keller. So, wir gehen jetzt also in die heiligen Hallen des Archivs, wo quasi die eigentlichen Schätze liegen. Und zwar in das sogenannte Endarchiv. Hier kommen dann die Akten rein und die Archivalien allgemein, nachdem sie archivisch bearbeitet worden sind. Dann befinden sie sich also hier in diesen vorhin schon gezeigten Archivschachteln. Und wenn sie dann fertig bearbeitet sind, sehen sie dann so aus. Also man hat die Archivalien quasi in säurefreien Mappen. Und wenn ich jetzt was suche, dann brauche ich nicht hier am Regal suchen, sondern dafür habe ich meine Archivsoftware oben. Und das wirft mir dann die entsprechende Akte aus und die kann ich dann anhand der Signatur hier am Magazin wunderbar finden. So funktioniert das klassischerweise in einem analogen Archiv. Da wir jetzt zwar kein Museum sind, kommt aber auch ein Archiv nie ganz ohne Objekte aus. Hier zum Beispiel stehen wir jetzt vor den Objekten, die die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der vergangenen Jahrzehnte mal bei Antrittsbesuchen von auswärtigen Gästen geschenkt bekommen haben. Oder wir haben zum Beispiel hier von einer örtlichen Schnapsbrennerei, die es nicht mehr gibt, weil es da keine Unterlagen zu gibt, haben wir da die Produkte ins Archiv genommen, damit man auch da eine Form der Überlieferung hat. Was natürlich in Aarhus noch eigentlich ein schönes Sondermerkmal ist, Aarhus hat eine niederländische Partnergemeinde und auch ansonsten ist die Grenznähe hier in den Niederlanden sehr spürbar, was mich persönlich auch sehr interessiert, da ich Niederländisch sprechen kann und auch studiert habe in Münster. Und das macht auch so einen gewissen Reiz nochmal zusätzlich zur Arbeit aus, dass man sich auch kulturell über den Tellerrand hinaus auch bewegen kann und auch hier viele Projekte entstehen oder schon entstanden sind. So,
In einem Archiv hat man neben klassischen Akten, analog und digital natürlich, auch andersformatige Medien und Unterlagen, wie zum Beispiel Fotos, Filme oder aber auch Plakate und Karten. Hier zum Beispiel haben wir eine Urkatasteraufnahme von der Ahauser Gegend etwa in den 1820er Jahren. Und diese Karten sind natürlich nicht alle aus amtlicher Provenienz, also Herkunft im Fachjargon, sondern es sind auch Fotos und Filme zum Beispiel aus privater Herkunft, wie zum Beispiel von Vereinen, Firmen, Privatpersonen. Denn auch im Archiv ist es für mich besonders interessant, das kulturelle und historische Geschehen und die Menschen und Aktivitäten in und aus Ahaus und rund um Ahaus besonders auch abzubilden. Also nicht nur die städtische Seite, sondern auch das kulturelle und auch das sonstige gesellschaftliche Leben in und um Ahaus im Archiv irgendwie für die Nachwelt zu archivieren. Die Idee, die ich natürlich verfolge im Archiv, um das Archiv auch zukunftsfähig zu machen, ist, dass wir es hinbekommen, sämtliche Informationen und Informationsgehalte, dass sich die auf Dauer in einer zeitgemäßen Struktur, wie man das heute so schön sagen würde, möchte auch gerne Projekte mit Schulen angehen, dass also die Informationen auch in die Bevölkerung stärker reingetragen werden und dass man im Idealfall, das wird natürlich jetzt nicht innerhalb von ein paar Jahren realisierbar sein, dass zum Beispiel die Nutzer in einem digitalen Umgebung, am digitalen Lesesaal quasi von ihrem Schreibtisch zu Hause am Bildschirm direkt auf die Archivalien zugreifen werden können. Natürlich nur unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen, also Schutzfristen und dergleichen.